Hören Sie mich, Admiral? Marcinko, verdammt, wo zum Teufel waren Sie denn? Ich habe das sowjetische Raketensilo gefunden. Ich stehe gerade im Kontrollzentrum. Und wenn Sie die Jungfrau Maria beim Handstand erwischt hätten, Sie haben einen direkten Befehl missachtet. Ich bringe Sie vors Kriegsgericht. Ja, vors Kriegsgericht, von wegen. Jeder, der schon mal 80er-Jahre Kriegsfilme geguckt hat, weiß sofort, wie es läuft. Brüllende Vorgesetzte, ein knallharter Navy Seal und sowjetische Atomraketen, die die freie Welt der damaligen Zeit bedrohen. Da kann der Typ am anderen Ende der Leitung noch so viel brüllen. Am Ende haben wir die Bedrohung eliminiert und sind der Held des Tages. Also nix mit Kriegsgericht. Vor dem Spielegericht müsste sich der Ego-Shooter Rogue Warrior allerdings schon wegen einiger Vergehen verantworten. Übernehmen wir also mal die Anklage. Anklagepunkt 1. Rogue Warrior mangelt es an spielerischer Abwechslung. Spieltechnisch orientiert es sich an Action-Titeln wie Rainbow Six Vegas. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber dem Spiel fehlen alle Finessen. Taktisches Vorgehen wie bei Rainbow Six? Fehlanzeige. Dichte Inszenierung à la Call of Duty? Auf unterstem Niveau. Wechselnde Herausforderungen wie bei den Half-Life-Titeln? Ist nicht. Stattdessen suchen sie eine künstlich platzierte Deckung nach der anderen auf und nehmen von dort aus fiese Kommunisten aufs Korn. Immerhin ist dieses Kampagnenelend schon nach 3-4 Stunden vorbei, was für mildernde Umstände spräche, wenn man nicht auch noch einen Kaufpreis für das Spiel zahlen müsste. Anklagepunkt 2. Rogue Warrior ist unnötig brutal. Wenn Sie sich unbemerkt an einen Gegner heranschleichen, erlaubt Ihnen Rogue Warrior die Exekution durch einen von 25 Finishing Moves, was wohl maßgeblich für die Weigerung der USK verantwortlich sein dürfte, das Spiel überhaupt freizugeben. Offiziell wird Rogue Warrior daher in Deutschland nicht veröffentlicht. Die Brutalität wollen wir an dieser Stelle mal nicht moralisch beurteilen, spielerisch verkommt sie aber zum reinen Selbstzweck. Reihenweise stellen sich die Gegner mit dem Rücken zu uns auf, nur um gemütlich einer nach dem anderen von uns vollstrecken zu werden. Das ist einfach nur öde. Anklagepunkt 3. Rogue Warrior ist technisch nicht auf der Höhe der Zeit. Aus der Entfernung betrachtet mag zum Beispiel diese Dockanlage noch ganz passabel aussehen, aber sehen Sie sich mal die Waffeneffekte oder die Granatenexplosion an. Vom flachen Sound der Waffen ganz zu schweigen. Und beim zweiten Blick verschwimmen auch die Texturen zunehmend und bei vielen Objekten fällt die Detail- und Polygonarmut auf. Noch deutlicher wird die Tristesse, wenn Sie eines der zahllosen Innenlevel betreten, oft graue, öde Gangschläuche wie dieser. Immerhin wechseln die Schauplätze oft, sodass Sie vor allem in den Außenarealen mal andere Umfelder zu sehen bekommen. Anklagepunkt 4. Die KI kennt keine Höhenflüge. Ist das Herunterplumpsen wie hier noch schlechtem Leveldesign geschuldet, sucht sie anschließend zwar gut eine eigene Deckung oder weicht Granaten aus, aber das war's dann auch wieder. Wenn's nach uns ginge, dürfte Rogue Warrior also dasselbe Schicksal erleiden wie die meisten seiner Gegner, nämlich das hier.